Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft. Wir versammeln uns im Wort Gottes heute Morgen und es ist das letzte Mal, dass wir etwas Ungewöhnliches tun und nächstes Mal werden wir dann die Apostelgeschichte in Angriff nehmen, Vers bei Vers. Heute der Titel: Wir haben nie ausgelernt. Zur Einleitung habe ich geschrieben, eines der wichtigsten Anteile unseres Lebens mit Gott ist unsere Gebetsverpflichtung. Ja, wir beten und wir sprechen Worte aus in der Hoffnung, dass der Herr uns erhört und uns antwortet. Am liebsten natürlich, wie wir es haben möchten. Und dann kommt es anders als erwartet und wir stehen wieder einmal vor der Mauer ohne Türe. Da nehmen wir Inventar auf und zählen unsere Möglichkeiten auf. Wir finden immer das Gleiche im wahren Haus des Gebets. Der Glaube, das Wort Gottes, seine Versprechen, unsere Beichte, seine Gnade, unser Zeugnis, die Gemeinschaft der Gläubigen. Es sind die Zutaten, die ein Gebet zustande bringen sollten. Am Ende stellen wir fest, dass es kein Rezept gibt. Nur die Inspiration des Heiligen Geistes bewirkt etwas. Und lasst uns daraus ein bisschen Mut schöpfen. Heute aus einem Erlebnis der Apostel Petrus und Johannes. Die Welt und die Religion, sie drückt von allen Seiten. Johannes und Petrus wurden eben vor die Oberen und Ältesten gebracht nach einer Nacht im Gefängnis. Ein lahmer Mann wurde geheilt, vor dem Tor, das genannt wurde, das Schöne. Na, Petrus nahm die Hand des Lahmen, schaute ihn an und sprach: Die berühmten Worte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Er nahm die Hand des Lahmen, stellte ihn auf seine Beine. Und der Herr berührte die Knöchel des kranken Mannes, verstärkte seine Füße und der Lahme ging und sprang und lobte Gott. Sie gingen alle zusammen in den Tempel und Petrus begann zu predigen. Eine Menge Menschen kam herzu und das Volk hörte zu und lobte Gott. Die Oberen hassten diesen Zulauf. Und nahmen die Jünger gefangen, steckten sie ins Gefängnis für die Nacht und brachten sie am anderen Tag in den Gerichtssaal. Ihnen wurde befohlen, nie wieder im Namen Jesus zu lehren oder in seinem Namen Wunder zu tun. Und hier beginnt unsere Geschichte. Und ich möchte etwas lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Und wir beginnen mit einem Vers, Vers 8. Petrus voll des Heiligen Geistes sprach. In unserer eigenen Kraft sind wir kraftlos gegen die Mächte der Finsternis. Es war für die zwei Apostel die erste Auseinandersetzung mit der religiösen Welt und der religiösen Macht. Das Resultat war eine unbedeutende Rüge von den obersten Priestern und eine Drohung. Darauf gab Petrus eine klare Antwort. Und dann kommen wir runter zu Vers 19 und 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Na, hier sind die ersten drei Voraussetzungen zu einem inspirierten Gebetsleben. Voll des Heiligen Geistes. Und dann Gott gehorchen. Und dann Wahrheit reden. Die Jünger hatten ein klares Ziel im Auge, nachdem sie freigelassen wurden. Sie suchten die anderen Gläubigen auf und brachten Zeugnis über das, was geschehen war mit ihnen vor den Oberen. Es ist wichtig, dass wir Zeugnis geben. Und einander damit ermutigen. Und wenn wir Gott suchen, wird etwas geschehen, das der Mitteilung würdig ist. Wir, die Zuhörer,
müssen unsere Ohren öffnen zu dem Zeugnis. Denn es ist so wichtig wie eine Predigt, wenn es mit dem Heiligen Geist durchdringt ist. Und Vers 24 steht geschrieben, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig unterstrichen, zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Hier kommt der nächste Anteil zur Vorbereitung zum Gebet. Sie waren einmütig und danach bestätigen sie Einigkeit mit Gott. Der ist der Schöpfer aller Dinge. Auch ihr Schöpfer und ihr Gott. Es ist ein Schritt näher an die Sache heranzukommen. Der nächste Schritt ist das Wort Gottes. Es ist dem Wort gewidmet und den prophetischen Versprechen im Vers 25. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Israel ist wie die Heiden geworden und mit ihnen verglichen auch die Gläubigen von heute. Wenn wir zum Gebet kommen, ist es wichtig, den Altar der Reue aufzubauen, aber auch dem Gegner vor Gott zu bringen. Wir alle sind Sünder und hatten Anteil an was mit Jesus geschah. In Vers 26, die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seines Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Nichts hat sich verändert bis zum heutigen Tag. Die Fürsten und die regierenden Mächte versammeln sich gegen Jesus, inspiriert durch die Mächte der Finsternis. Und wir stehen dagegen. Bis dahin haben die Jünger noch nichts gefragt. Sie haben Lob gebracht, sie haben Gott anerkannt, sein Wort wahrgenommen und die Gegner entlarvt. Sie anerkannten die Souveränität, die höheren ewigen Gründe Gottes. Er stellt alles von Anfang an, durch seine Vorkenntnis aller Dinge. Denn er lebt in einem Zustand der Ewigkeit und nicht auf unserer Ebene einer laufenden und vergehenden Zeit. Vers 29, und nun, Herr, siehe an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Ja, gib uns die Kraft des Heiligen Geistes, das Wort gerecht auszuteilen und Zeugnis zu geben der Wahrheit, die wir durch Jesus erfahren haben. Und daraufhin kommt die Anfrage für die Demonstration der Gaben des Heiligen Geistes. Wozu? Damit Gottes Kraft in unserem Dienst eingeflochten ist. Es ist ein Gebetspaket, welches wir Gott präsentieren. Und nicht ein paar Worte im Zweifel, die sich wie ein Nebel im Nichts auflösen. In Vers 30 steht geschrieben, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Genau das Gegenteil zu dem, was die Oberen ihnen verboten haben. Genau das Gegenteil. Es ist und bleibt die Hand Gottes, die das Werk vollbringt. Wir sprechen die Worte und sind einfache Instrumente in seiner Hand. Es ist interessant, wie die Heilung im Vordergrund steht. Aber auch heute die große und sogar größte Opposition hervorruft. Auch hier gibt es göttliche Heilung und aber auch falsche Wunder, die durch Vortäuschungen den Menschen verwirren. Wenn Gott etwas tut, ist es seine Gnade, denn es ist nicht unser Verdienst. Durch den Tod von Jesus haben wir die Vergebung der Sünden, aber durch seine Wunden erhalten wir die Heilung. Es ist aber doch alles festgehalten in unserem Glauben an ihn. Wer es nicht glaubt, wird es nicht erfahren. Im 1. Petrus Kapitel 2, 24, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe. Auf das Holz, ja, auf das Kreuz.
damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und dann kommt's: Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und dann kommen wir zum letzten Vers, der uns den Trost verschafft. Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort Gottes mit Freimut. Ja, das letzte Amen ertönt und eine heilige Stille füllt den Raum. Es wurde gebetet und dann geschieht es wieder, wie am Tag der Pfingsten. Es sind nicht Zungen von Feuer, die sich auf die Gemeinschaft setzen, sondern Gott sandte ein Beben durch das Haus. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was war die Auswirkung? Sie begannen, das Wort Gottes mit Freimut auszusprechen. Der Geist der Weissagung überflutete sie alle. Ja, viele der Prediger von heute sind bereit, das Kreuz zu verkündigen. Das ist gut, Jesus tot, für die Vergebung der Sünden. Sie wollen aber nichts wissen von der Kraft des Heiligen Geistes, der ihnen als Gnadengabe angeboten wird. Und hier im Text der Apostelgeschichte, welcher uns etwas lehrt vom Beten, sind die einzelnen Anteile von Anfang bis zum Ende an uns vorgestellt. Und hier sind sie wiederum. Nummer 1, erhebt einmütig die Stimme. Und dann Nummer 2, Gott, du bist der Schöpfer. Nummer 3, du hast dein Wort gesprochen. Nummer 4, die Welt versammelt sich gegen Christus. Nummer 5, Herr, sieh ihre Drohungen. Nummer 6, gib uns Freimut zu reden. Und dann, Nummer 7, strecke deine Hand aus mit Heilung, Zeichen und Wunder. Und dann kommt die erste Antwort aus dem Himmel. Die Städte bebte. Nummer 8 und dann kommt Nummer 9. Sie wurden von Neuem erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, bete dafür heute, dass wir wieder einmal neu erfüllt werden durch den Heiligen Geist. Also bis zum nächsten Mal. Gott segne euch. Amen.